Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie bei Maischberger systematisch getäuscht wird. Alle Informationen, die darauf hindeuten, dass die US-Regierung und auch Europa am Krieg in der Ukraine verantwortlich sind, wie all diese Informationen systematisch ausgeschwiegen werden. Und es geht hier um Informationen, die nicht von Russland verbreitet werden, sondern hauptsächlich Informationen, die aus dem Westen kommen, die aber klein gehalten werden und die nicht im Zusammenhang dargestellt werden. Die nicht so dargestellt werden, dass die Leute sie verstehen können. Ich habe also abends beim Abendessen mal wieder reingeguckt bei den Öffentlich-Rechtlichen, wollte mal wissen, was so los ist. Bei ZDF kam Fußball, aber bei ARD lief Maischberger. Es wurde dann ein Duell angekündigt zwischen Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem Politikwissenschaftler Johannes Warwick, den ich bis dahin noch nicht kannte. Ich wusste also nicht, wer nimmt jetzt welche Position ein. Maischberger kündigte an, die beiden seien sehr unterschiedlicher Meinung. Der eine sei für Waffenlieferungen, der andere dagegen. Und ich war dann überrascht, wie sich auch ältere Politikgenerationen, wie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, wie sie sich zu diesem Thema geäußert haben. Jetzt im Folgenden ein Ausschnitt von Maischberger, den ihr aber auch überspringen könnt, wenn es euch zu viel ist. Danach ein paar Worte dazu. Und eine Aufzählung aller Fakten, die die Öffentlich-Rechtlichen nicht bringen. Und wie sie damit die Öffentlichkeit systematisch täuschen. Und wie sie damit meiner Meinung nach auch sehr viel mehr Schuld auf sich nehmen, als die drei Söldner in der Ukraine, die zum Tode verurteilt wurden. Jetzt im Folgenden der Beitrag. Die wichtige Frage an der Stelle ist, verlängern Waffenlieferungen unnötig den Krieg oder bringen sie Wladimir Putin überhaupt erst an den Verhandlungstisch? Das wollen wir jetzt vertiefen mit Zweien, die darüber sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ich freue mich auf die ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, und den Politikwissenschaftler Professor Johannes Warwick. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Abend. Frau Leutheusser-Schnarrenberger, Sie sind seit über 40 Jahren in der Politik. Sie waren Bundesjustizministerin, unter anderem im Kabinett Kohl. Und da gab es noch eine Scheckbuchdiplomatie. Jedenfalls hieß sie so. Das heißt, Deutschland hat gezahlt, aber hat sich rausgehalten. War das eigentlich gut? In der damaligen Zeit war das, glaube ich, ganz ordentlich. Es war ja auch sehr mit Hans-Dietrich Genscher verbunden. Und ich denke, in der damaligen Zeit, das war ja dann gerade auch Aufbau der Europäischen Union, auch der Blick dahin, da war ja noch nicht die deutsche Einheit, kam dann ja erst, wie gehen wir auch mit kleineren Staaten um, und da zu versuchen, wirklich auch mit Geld Staaten zu helfen, auch vielleicht zusammenzubringen, ja, das war bestimmt damals, in der damaligen Zeit, auch ein ganz guter Weg. So wie Sie es sagen, klingt das so, als ob das heute kein Weg mehr wäre. Sie haben einen offenen Brief mit unterschrieben, und zwar den Brief von den beiden, der mehr Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert hat. Warum soll die deutsche Regierung mehr Waffen liefern? Also es geht ja nicht nur um die deutsche Regierung, aber natürlich richtet sich der Brief an den Bundeskanzler, ist klar. Den haben wir jetzt nicht an Herrn Biden oder sonst wohin geschickt. Mehrere, das ist ja ausgegangen unter anderem von Herrn Füchs und Marie-Louise Beck. Und wir schauen uns einfach die Situation in der Ukraine an. Und wir erleben jetzt im vierten Monat einen brutalen Vernichtungskrieg, der mit Waffen geführt wird, von Putin ausgegangen und in einer Art und Weise, auch mit Einsatz von Streumunition, der natürlich verheerende Wirkung hat. Und die Ukraine und Ukrainerinnen verteidigen sich mit ihren Möglichkeiten, die reichen nicht aus. Da sitzt nicht ein Herr Putin in Moskau, der sagt, wunderbar, ich warte jetzt auf gute Verhandlungen, kommt mal her. Ich meine, Putin und Macron, die mit ihm, Scholz und Macron, die mit ihm telefonieren, haben jetzt ja nicht einen Friedensplan auf den Weg gebracht, sonst hätte man davon ja vielleicht was gehört, sondern er sitzt da und hat Kriegsziele, von denen wir nicht wissen, wie weit sie gehen, aber wo man doch sehen muss, wenn man Krim und einige Dinge da vorher sieht, dass schon ursprünglich er auf die Vernichtung der Ukraine es angelegt hatte, insofern, dass es nicht mehr einen souveränen Staat Ukraine gibt. Und ich denke, dass im Moment es keinen Weg gibt, mit Putin an einen Verhandlungstisch zu kommen, der nicht dazu führt, dass die Ukraine nicht mehr ein souveräner oder überhaupt irgendwo selbstbestimmter Staat ist und bleibt. Und das muss ja ein Ziel sein. Mit Waffen die Verhandlungsposition der Ukraine stärken, das ist Ihre Position? Das ist der Ansatz dazu, ja, das ist kurz gefasst der Ansatz. Und gilt auch jetzt noch, wo wir sehen, wie verzweifelt die Kämpfe im Donbass sind? Ja, wir sehen jetzt, dass natürlich die Ukraine
wenn sie früher auch noch mehr Waffen bekommen hätte, sich hätte anders verteidigen können. Wir sind jetzt ja schon so in Artilleriegefechten, ja, und da ist die Ukraine schlecht ausgestattet ist natürlich im Moment in einer ganz bedrängten Situation. Und ja, was ist denn die Alternative? Das fragen wir Professor Fabian. Was ist die Alternative für die Ukraine? Ja. Also ich meine, jeder schaut drauf und überlegt sich, wie kann man eine mörderische Auseinandersetzung versuchen, ja, zu beenden? Ist ja nicht so, dass das einen nicht umtreibt. Sie sind eher der Meinung, Waffenlieferungen verhindern das Ende dieses Krieges oder verzögern. Können Sie das mal erläutern? Nun, zunächst denke ich, muss man darauf hinweisen, wir sind wirklich in schwersten Dilemmasituationen, mhm, und wir haben kein hundertprozentig falsch oder hundertprozentig richtig. Und insofern ist die Position, die wir gerade gehört haben, zu respektieren. Ich glaube aber, der entscheidende Maßstab sollte sein, wie können wir Einfluss auf Russlands Risikokalkulation nehmen. Und da bin ich der festen Überzeugung, mit Waffenlieferungen ist das nicht der Schlüssel. Wir sehen ja, dass Russland zu allem entschlossen ist. Russland hat vitale Interessen in der Ukraine. Wir mögen das falsch finden und mir gefällt das auch nicht. Und meine Solidarität ist natürlich bei der Ukraine, das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist nur, ob wir Russland mit immer mehr Waffenlieferungen davon abhalten, seine Ziele in der Ukraine mit Brutalität zu erreichen, oder ob wir eine politische Lösung brauchen, mit der auch Russland einverstanden sein kann. Und der Gedanke alleine, dass man mit einem Russland, wie es heute ist, überhaupt einen Interessenausgleich hinbekommt, der ist sehr unpopulär. Es ist aber notwendig, weil was wir jetzt machen, ist bei Lichte betrachtet ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir wollen auf der einen Seite nicht Kriegspartei werden und sagen das auch bei aller Gelegenheit, und zwar sowohl die Amerikaner als auch die Briten als auch die Deutschen. Auf der anderen Seite sind wir mit immer mehr Waffenlieferung auf dem Schritt, Kriegspartei zu werden. Und wenn man das zu Ende denkt, und wir sollten diesen Krieg vom Ende her denken, dann landen wir möglicherweise in einem Krieg mit Russland. Und das gilt es um fast jeden Preis zu verhindern. Das heißt, um den Preis der Ukraine, des Bestands der Ukraine. Das ist bitter für die Ukraine, aber wir sollten aussprechen, dass wir nicht identische Interessen mit der Ukraine haben. Es gibt in meiner Lesart drei wichtige Ziele in diesem Gesamtbild. Das erste wichtige Ziel ist, dass wir nicht in einen Krieg mit Russland geraten, der am Ende auch nuklear eskalieren könnte. Und das ist, glaube ich, die Rationalität von Olaf Scholz. Und die wurde gerade als zaudern und zögerlich diffamiert. Man kann es auch sagen, das ist Verantwortungspolitik. Das ist Ihr oberstes Ziel. Das ist das oberste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir der Ukraine helfen, dass wir solidarisch sind mit der Ukraine. Und aber beides, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht gar nicht zusammen. Ich habe noch ein drittes Ziel, dass wir Russland einen Preis für sein Verhalten zahlen lassen. Dass Russland damit nicht durchkommt und wir nicht sagen, okay, wir können es nicht verhindern, mach mal, und wir akzeptieren das. Das nicht. Also, okay. Und diese drei Ziele, erstens Verhinderung eines Krieges mit Russland, zweitens der Ukraine helfen, drittens Russland einen Preis zahlen lassen, die sind nicht alle zeitgleich zu erreichen. Und deswegen müssen wir priorisieren. Und kluge Realpolitik priorisiert immer. Das heißt aber, Entschuldigung, damit ich Sie richtig verstehe, Sie würden in diesem Moment die Waffenlieferung an die Ukraine einstellen. Was würde dann passieren? Das ist keine Frage von einstellen oder nicht einstellen. Sie haben gerade gesagt, man muss es zu Ende denken und richtig, muss eine Idee davon bekommen, was Sie meinen. Genau, wir sind ja jetzt in der Situation, wo wir immer mehr Waffen fordern. Der polnische Kollege Sikorski, der mal Außenminister war, hat gesagt, wir müssen der Ukraine Atomwaffen geben. Wo soll das denn enden? Darf ich Sie trotzdem noch mal fragen? Ja. Also was heißt das? Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat es ja gefragt. Was ist die Alternative zu den Waffen? Die Alternative ist, eine Situation herbeizuführen mit diplomatischer Energie, mit ökonomischem Druck und am Ende vielleicht auch mit Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Das will ich gar nicht völlig ausschließen. Mhm. Ich bin kein Pazifist und ich sage überhaupt nicht, Waffen können nie ein Beitrag zur Lösung sein. Aber in dieser Situation, wo das Risikokalkül der Russen durch Waffenlieferungen nicht beeindruckt ist, wird es nur dazu führen, dass Russland immer einen Schritt weiter eskaliert, gewissermaßen noch brutaler wird und am Ende die ultimative Karte ziehen kann. Das ist nicht so wahrscheinlich, aber es könnte das mit einem Nuklearschlag gewissermaßen den größten GAU anzurichten, den wir uns überhaupt vorstellen können. Das heißt, die Eskalationsdominanz liegt auf russischer Seite. Wir können und wollen dem nichts entgegenhalten. Deswegen brauchen wir politische Lösungen, mit denen Russland auch leben kann. Gucken wir mal, womit Russland leben kann. Vielleicht hat Wladimir Putin darauf noch mal einen Hinweis gegeben. Er hat letzten Donnerstag noch mal erklärt, was sein Ziel ist. Und diesmal hat er einen Vergleich bemüht mit niemand anderen als dem Zaren Peter der Große.
Peter der Große hat 21 Jahre lang Krieg geführt. Man könnte meinen, er habe gegen Schweden gekämpft, um etwas aus schwedischem Besitz an sich zu reißen. Das stimmt aber nicht, denn er hat sich russisches Land zurückgeholt. Er hat sich Land zurückgeholt und mit Russland wiedervereinigt. Es sieht so aus, als seien wir heute an der Reihe, Land zurückzuholen und an Russland anzuschließen. Wie lesen Sie das, Frau Leutheusser-Schnarrenberger? 21 Jahre Krieg, um sich ein Land zurückzuholen. Also was ist Putins Ziel? Würde er sich mit dem Donbass zufrieden geben? Würde er sich mit der Ukraine zufrieden geben? Was glauben Sie? Also er ist ja in diesen Krieg hineingegangen mit der klaren Ansage, dass die Ukraine gar nicht eigentlich ein selbstständiger Staat ist, kein eigenes Volk ist, keine eigene Kultur hat und wieder zu Russland gehört und man deshalb sich die Ukraine zurückholt. Dann ist das nicht so gelaufen, wie er es wohl zu Anfang gedacht hatte, also so ein ganz schneller Sieg, Kiew schnell einnehmen und nicht diese Art von Krieg, wie sie sich dann entwickelt hat. Aber er hat jetzt ja ganz gezielt geostrategische Erfolge angestrebt und zum Teil auch erreicht. Ostukraine im Süden, da muss man die Landkarte anschauen, bis zur Krim hin, dann ist er ganz nah an Transnistrien, Moldau. Also er will natürlich mehr. Und er sitzt nicht dort, und das war eine klugklare Ansage, um zu sagen, jetzt warte ich mal, dass man mit mir verhandelt, dass man mir was anbietet. Also wenn man jetzt hingeht und über die Ukraine hinweg sagt, also du behältst jetzt die Ostukraine und du behältst den ganzen Süden und dann sind wir alle wieder zufrieden, und der Rest bleibt selbstständige Ukraine. Mhm. Wenn man jetzt mit dem Angebot zu ihm hinkommt, das will er ja überhaupt nicht. Der hat ja ganz andere Kriegsziele. Und die hat er auch genannt und die verfolgt er brutal. Menschenleben sind ihm egal, das von den Ukrainerinnen und Ukrainern. Und was er mit seinen russischen Soldaten macht, das ist ja auch fürchterlich. Da sind ja auch ganz viele, die da gestorben sind. Also ich glaube, es ist da im Moment kein Weg dahin. Er versteht, so habe ich auch Sie verstanden, Herr Warwick, schon eine Sprache der Macht und der Stärke. Sie sagen ja, Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen, die müssen sich auswirken auf Russland. Das allein reicht nicht. Leidensfähiges Land, er hat nach wie vor Einnahmen, er hat auch Abnahme durch China und so weiter. Er ist nicht in dem Sinne geschwächt, dass er jetzt auf irgendetwas eingehen muss. Und von daher, also ich bin überhaupt nicht jemand, der mal in Waffenlieferungen gedacht hat. Aber ich glaube, um überhaupt die Ukraine in die Lage zu bringen, dass es über was zu verhandeln geht, muss man sie jetzt mit Waffen stärker unterstützen. Nochmal zu Putins Zielen. Es gab jetzt gerade den ehemaligen russischen Ministerpräsidenten, also von 2000 bis 2004, glaube ich, war der, das unter dem Präsidenten Putin, der hat ein Interview gegeben, er ist heute Oppositioneller und nicht mehr in Russland, Michail Kasyanov, der sagt, wenn die Ukraine fällt, dann sind die baltischen Staaten als nächstes dran und er warnt davor, jetzt zu denken, wenn man die Ukraine aufgibt, wäre das Ende von Putins Streben. Glauben Sie das nicht? Es ist keine Frage von Glauben. Putin ist zu allem fähig. Er ist ein Machtpolitiker, der mit allen Mitteln seine Ziele erreicht. Und ich kenne seine Ziele nicht und ich kenne auch niemanden, der seine Ziele kennt. Insofern ist es keine Frage von Glauben. Aber wenn wir uns mal die Fakten angucken, dann ist es einfach nicht zu erwarten, dass das NATO-Territorium von Russland angegriffen wird. Die NATO ist ein Vielfaches stärker als Russland. Das Baltikum ist insofern sicher, weil wir dem Baltikum garantieren, dass jeder Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigt wird. Und im Übrigen war das ein Unterschied zur Ukraine. Und ich bin dafür, dass wir jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen und dafür uns auch rüsten, um das ganz klar zu sagen. Aber die Ukraine war von Anfang an in einer Zwischenzone. Und wer Angela Merkel zugehört hat im Berliner Ensemble, ich hatte das Privileg, dabei sein zu dürfen, der hat genau doch das gehört, dass Russland die Ukraine immer als Sonderfall gesehen hat und wir diesen Sonderfall nicht richtig gelesen haben. Und wir haben versucht, kurz gefasst, darf ich das noch sagen? Wir haben versucht, die Ukraine gewissermaßen in unser Lager kommen zu lassen. Und das war für Russland ein Casus Belli. Wir hätten das klarer formulieren können. Insofern ist diese moralische Aussage von Frau Leutheusser-Schnarrenberger und von vielen anderen und auch von den ukrainischen Verantwortlichen, dass in der Ukraine jetzt die Freiheit Europas verteidigt wird, falsch. Ist Nein, das falsch? Wir müssen Interessenausgleich in dieser komplizierten geopolitischen Zone machen und das nicht so framen, dass die Ukraine jetzt gewissermaßen die neue Front ist. Nein, die Ukraine ist ein Sonderfall, ein geopolitisch komplexer Raum, der gewissermaßen
gewissermaßen eine sich überlappende Einflusszone zwischen dem Westen und Russland war. Und das haben wir nicht verstanden und deswegen sind wir im Krieg gelandet. Und dann vergessen wir leider 45 Millionen Ukrainer und Ukrainer, wenn wir nur über Ukraine als Pufferzone, als vielleicht entmilitarisiertes Gebiet reden. Also letztendlich die Aufgabe der Ukraine damit ja in Kauf nehmen. Ja, ihr Weg landet im Krieg mit Russland, Frau Lotter. Nein, der landet so nicht im Krieg mit Russland, weil Sie sagen, Russland greift nicht die NATO an und die Staaten jetzt, die sich beteiligen in der Form von Unterstützung der Ukraine, greifen nicht russisches Territorium an. Das ist eine ganz klare Ansage und von daher dürfen wir uns auch nicht der Drohung von Putin, der die ja von Anfang an hat, Putin, Lavrov, alle haben mit Atomkrieg gedroht, haben das an die Wand gemalt, um eben keine Unterstützungsaktion des Westens für die Ukraine zu bekommen. Das ist anders gelaufen. Jetzt kommt nicht mehr so sehr diese Eskalationsstufe von Seiten Putins, aber man darf damit natürlich überhaupt nicht leichtfertig umgehen. Aber wenn man das sieht, dann hätte man von Anfang an gar nichts machen sollen, hätte man gleich sagen sollen, Ukraine, okay, verteidigt euch, allein könnt das wahrscheinlich nicht und dann kommt da irgendwie so eine Zwischenzone und dann sind wir alle wieder ganz beruhigt und sortiert. Vor- und Nachteile bin ich dafür auszusprechen, dass die ukrainischen Interessen nicht zwingend unsere Interessen sind. Aber was ist dann Solidarität, wenn man ihnen nicht dabei hilft, was sie gerne wollen? Solidarität ist, dass wir ihnen dabei helfen, eine Lösung in diesem schwierigen Konflikt zu finden und ihr politisch beistehen. Was glauben Sie, was es für eine Lösung geben könnte, jetzt in diesem Punkt, wo wir jetzt stehen? Also wir können jetzt hier nicht Wolkenkuckucksheim machen und wenn Frau Leuthauser ihre Ziele formuliert, dann bin ich auf dem halben Weg uns dahin begeben. Darf ich das mal sagen? Dann bin ich bei den Zielen doch sofort dabei. Natürlich wäre mir eine freie, prosperierende Ukraine, die schnell Mitglied der Europäischen Union wird, lieb und ich würde gerne was dafür tun, aber wir müssen doch von den Gegebenheiten ausgehen und in diesen Gegebenheiten hilft es der Ukraine nicht, glaube ich, wenn wir so tun, als ob wir sie mit immer mehr Waffenlieferungen verteidigen, aber am Ende nicht bereit sind, für sie in den Krieg zu ziehen und das ist auch vernünftig. Das heißt, die Ukraine steht so oder so alleine da. Ohne unsere Waffenlieferung würde sie überhaupt nicht mehr eine Chance haben und daraus resultiert auch unsere Pflicht, nicht der Ukraine zu sagen, was sie will, aber doch sie in dem Sinne, ich sag mal, zu beraten. Und Sie haben sozusagen Verantwortung zu rufen, dass dieses Problem nicht weiter eskaliert. Und das ist für viele bitter, aber die Alternative ist eine Dauereskalation, die unkalkulierbar ist. Und also, das klingt vielleicht unromantisch, ist aber kluge Realpolitik. Ja, also sagen wir so, aber es ist sehr brutal. Ob es eine kluge Realpolitik ist, möchte ich auch mal wirklich gern hinterfragen. Bei allem, was Sie sagen, man muss nüchtern und realistisch an diesen Konflikt, an diesen fürchterlichen Krieg herangehen und damit umgehen. Aber wir dürfen nicht außer Betracht lassen. Es geht wirklich, und das mögen Sie mit Moral so abtun, aber es geht um die Zukunft der Ukrainerinnen und Ukrainer dort, die natürlich fliehen, weil sie im Moment auch in ganz schwieriger Notsituation sind, aber sich verteidigen ohne Ende. Und deshalb ist ja vielleicht die Dreierreise jetzt in die Ukraine, wenn sie denn kommt, ein guter Punkt. Denn geredet werden muss doch mal intern dann mit Herrn Selenskyj. Denn wir müssen doch mal hören, wie schätzt er das ein? Nicht jetzt in der großen Öffentlichkeit, um dem Putin da noch auch Vorgaben zu geben, wie er noch am besten versuchen kann, die Ukraine kaputt zu machen, sondern da mal intern mit ihm auch mal abzuklopfen. Was meint er auch, was er seinen Bürgerinnen zumuten kann? Und er hat es ziemlich deutlich gesagt. Er hat es gestern gesagt. Er hat gesagt, auch die Krim werden wir wieder zurückerobern. Also Frau Leuthauser-Schnabenberger, Sie sind die Politikerin. Sie wissen, was dann bei solchen Terminen geredet werden kann. Es geht vielleicht um vorgezogene oder Beitrittsperspektiven zur EU. Es wird sicherlich nach dem Wunsch der Ukraine auch um Waffenlieferungen geben. Und wenn wir Herrn Favik richtig verstehen, sollten eigentlich, Sie haben es mal gesagt, er sollte eigentlich Druck ausüben, einen Kompromiss zu finden, sollte kein Tabu sein. Was also soll Scholz, Macron und Draghi da machen? Was werden sie tun? Also ich denke, auf der einen Seite werden sie auf alle Fälle mit Blick auf EU-Beitrittsperspektive eine klare Position beziehen müssen gegenüber der Ukraine. Und zwar? Wir wissen alle, Beitrittsperspektive, nachdem die 2016 so einen Assoziationsvertrag mit der EU geschlossen haben, der Ukraine, ist kein Beitritt, sondern ist im Moment ein Zeichen von Solidarität. Und danach kommt ein ewig langer Prozess, der erst nach dem Krieg, wenn es eine selbstständige Ukraine weitergeben sollte, dann überhaupt fortgesetzt werden kann. Das halte ich aber im Moment für wirklich wichtig. Da müssen Sie mit ihm wirklich
ehrlich reden, was kann man ihm noch liefern, was ist da auch machbar. Natürlich ist mehr machbar als derzeit, aber irgendwo ist es auch begrenzt. Und dann denke ich, muss wirklich von den dreien mit Herrn Zelensky und seinen Beratern gesprochen werden, wie ihre Einschätzung der Lage ist. Die können ja viel besser beurteilen. Allerdings. Wie sieht das ukrainische Militär aus? Wo haben die noch Positionen? Wo können sie eine Linie halten? Wo nicht? Das wissen wir doch alle hier nicht. Damit auch eine bessere Einschätzung möglich ist und mit ihm geredet wird, wie er den weiteren Verlauf sieht. Dann kann man vielleicht auch irgendwann mal mit Putin telefonieren. Aber mit Putin telefonieren, ohne dass man vorher mit Zelensky spricht, das halte ich also wirklich für daneben. Herr Professor Favig, Sie haben auch beraten, das Auswärtige Amt, auch die NATO. Es gibt ein Argument, über das wir noch nicht gesprochen haben. Kurze Einschätzung dazu. Es heißt, wenn man jemanden, der aus solchen Motiven ein Land, das souverän ist, überfällt und mit Waffengewalt diesem Land entweder ganze Teile oder das ganze Land herausreißt, setzt man ein Signal international, das da heißt, versuch es, sei ruchlos und du kommst damit durch. Sind Sie bereit, diesen Preis zu zahlen? Nein, bin ich nicht. Deswegen werden wir das nicht dauerhaft akzeptieren können. Aber wir müssen. Was heißt denn nicht dauerhaft? Also jetzt die Ukraine und morgen holen wir. Schauen Sie, Sie wollen mich jetzt gewissermaßen in meiner Argumentation unterbrechen. Das können Sie machen, aber Sie können ja mal mein Argument sich anhören. Absolut. Wir landen bei dieser Eskalation in einem Krieg mit Russland, der nichts besser macht. Auch das von Ihnen beschriebene Problem nicht. Und gleichzeitig müssen wir natürlich darauf bestehen, dass die territoriale Integrität von Staaten nicht mit militärischer Gewalt verschoben werden kann. Aber das werden wir erst lösen, wenn in Russland eines fernen Tages eine andere innenpolitische Konstellation ist. Darauf haben wir keinen Einfluss. Das heißt, wir müssen diesen Konflikt einfrieren, jetzt nicht mit Prinzipien überladen. Einfrieren statt Dauereskalation. Das muss die Strategie sein. Und warten, bis Putin weg ist? Ja gut, irgendwann wird Putin weg sein, aber was nach Putin kommt, wissen wir nicht. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Und ich erwarte nicht, dass ein Nachfolger den Donbass sofort wieder hergibt. Aber ich erwarte schon, dass wenn wir diesen Konflikt irgendwann auf einem gerade so akzeptablen Niveau stabilisiert haben, dass dann auch irgendwann der Raum wieder für politische Lösungen entsteht. Und dann sollten wir das Problem größer machen und dadurch das Problem lösen. Das heißt, wir müssen auch über eine europäische Sicherheitsarchitektur irgendwann wieder nachdenken. Daran führt kein Weg dran vorbei. Ein Schritt nach dem anderen, das Einfrieren. Richtig, aber wenn man jetzt zum Frozen-Konflikt kommt, was Sie so sagen, also ein eingefrorener Konflikt, auf dem jetzigen Status, dann ist die Ukraine kaputt und weg. Schauen Sie sich doch an, was ist denn mit Minsk? Die ist nicht sowieso verloren. Was ist denn mit Respekt, das hören uns auch Ukrainer und Ukrainerinnen zu. Das ist nicht schwierig gerade. Minsk ist versucht worden, einen Frozen-Konflikt zu machen und ist komplett gescheitert. Ja. Hat nicht einen Tag funktioniert. Hat 13.000 Tote gebracht in diesen Regionen. Das haben wir nur nicht so wahrgenommen. Aber da gab es natürlich permanent auch Kämpfe gegeben. Ich sehe nicht den Weg zu einem Frozen-Konflikt. Putin hat leider einen Angriffskrieg begonnen mit aller Brutalität, der jetzt leider weiterführt zu militärischen Auseinandersetzungen. Ich sehe im Moment keinen anderen Weg und Putin hat eigentlich das nochmal bestätigt mit seiner Äußerung und seinem Vergleich mit Peter dem Großen. Dann müssen wir an dieser Stelle auf das schauen, was in der nächsten Zeit passiert. Vielen Dank erstmal. Was war in dem Gespräch auffällig? Der Politikwissenschaftler Johannes Warwick war gegen Waffenlieferungen, aber er hat dem Zuschauer eigentlich keine plausiblen Argumente dafür geliefert. Die ganzen entscheidenden Informationen, die gegen Waffenlieferungen und die auch gegen Sanktionen sprechen, die hat er nicht genannt. Als ob es eine Verabredung gäbe, welche Informationen man sagen dürfe und welche man nicht sagen dürfe. Und es geht hier nicht um einzelne Zeugenaussagen, sondern es geht um Berichte der OSZE, es geht um offizielle Dokumente, es geht um Originaltöne aus den USA, aus anderen Staaten, die nicht bestritten werden, die unzweifelhaft sind, von denen man als feste Fakten ausgehen kann. Stattdessen sagt er, Putin ist böse, der Krieg, Russland ist schuld, es ist alles ganz schlimm, aber Russland wird schon nicht mehr Staaten angreifen, weil die NATO so stark ist, und sonst würde es ja zu einem Krieg führen, der kein Ende nimmt. Es ist so, dass man natürlich jedem dankbar sein muss, der sich im Öffentlich-Rechtlichen, der sich im Fernsehen gegen Waffenlieferungen ausspricht. Aber trotzdem trägt auch er das Narrativ mit, das Maischberg verbreitet, was völlige Täuschung ist. Bei Sabine Leutheiser-Schnarrenberger hat es mich überrascht, wie dreist sie getäuscht hat, auch mit welch scheinbarer Lust, wie überzeugt sie aufgetreten ist, Informationen ausgelassen hat und getäuscht hat. Und das zeigt aus meiner Sicht ganz offensichtlich, dass nicht nur die jetzige Politikergeneration völlig kaputt ist,
sondern es anscheinend schon früher gang und gäbe war, zu lügen, zu täuschen. In ganz wichtigen Bereichen. Dass es selbstverständlich ist, seit Generationen. Und dass wir das nur damals gar nicht mitbekommen haben. Also jedenfalls ich nicht, in dem Ausmaß. Bei Maischberger war auffällig, dass sie im Informationsauftrag nicht nachgekommen ist und mit aggressiven Fragen Johannes Warwick versucht hat, dazu zu bringen, nachzugeben, dem Narrativ Waffen liefern zu müssen, dem beipflichten zu müssen, ihn unter Druck zu setzen. Und es war hier so, dass er bei seiner Position geblieben ist, ohne sie aber ordentlich zu begründen im Grunde. Als ob es, wie es gesagt, ein Verbot gäbe, die Fakten zu nennen. Betrachten wir zusammengefasst noch einmal die aus meiner Sicht, nach meinem jetzigen Wissen, wichtigsten Fakten zur Ukraine und weshalb die US-Regierungen Obama und Biden maßgeblich für den Krieg verantwortlich sind und nicht Russland. Zunächst muss man wissen, dass die letzten regulären Wahlen, an der die gesamte Ukraine beteiligt war, 2010 stattgefunden hat und dass das Ergebnis im Westen und im Osten sehr unterschiedlich war. Die Westukraine hat vorwiegend Timoschenko gewählt, bis zu 90%, und der Osten hat bis zu 90% Janukowitsch gewählt. Wobei wichtig zu wissen ist, dass Janukowitsch die Partei der Regionen vertritt. Also eine Partei, die in dem Vielvölkerstaat Ukraine den Regionen Rechte einräumen will. Beispielsweise, dass Russisch zweite Amtssprache ist. Was im Osten wichtig ist, weil die Mehrzahl der Leute im Osten Russisch als Muttersprache spricht. Man stelle sich einmal vor, in der französischsprachigen Schweiz würde Französisch als Amtssprache verboten werden. Und es wäre nur noch Deutsch erlaubt. Was würden die Leute in der französischsprachigen Schweiz dazu sagen? Es ist also deshalb nicht verwunderlich, dass die absolute Mehrheit, die überwältigende Mehrheit im Osten, Janukowitsch gewählt hat. Auch wenn Janukowitsch wohl korrupt war. Was aber wohl für die meisten Politiker in der Ukraine gilt. Was in den Öffentlich-Rechtlichen und auch bei Maischberger nicht berichtet wird, ist, dass es 2014 einen Putsch durch die USA gegeben hat. In den Öffentlich-Rechtlichen herrscht immer noch das Narrativ, das sei eine demokratische Revolution gewesen, das sei einfach so gekommen, aus dem Nichts. Und vor allen Dingen sei daran auch nichts zu beanstanden gewesen, die demokratischen Kräfte hätten gewonnen 2014. Das hat aber nichts damit zu tun, was 2014 tatsächlich passiert ist. Man kann sagen, dass den Ostukrainern ihr Präsident weggeputscht wurde, ihnen ihr Präsident weggenommen wurde. Es wurde nicht darüber berichtet, dass bei den Maidan-Protesten extreme Kräfte massiv daran beteiligt waren und gewaltsam gegen Polizisten vorgegangen sind. Und es wurde nicht transportiert, dass die Todesschüsse, dass sie nicht von Janukowitsch waren, sondern dass sie von einer unbekannten dritten Partei gekommen sind. Bei diesen Todesschüssen kamen 70 Leute ums Leben. Sowohl Polizisten als auch Demonstranten. Es waren die gleichen Patronen. Weshalb klar ist, dass dieselben Leute sowohl auf Demonstranten und Polizisten geschossen haben. Es gab in der Folge eine Abstimmung, ob Janukowitsch zurücktreten müsse. Dazu war auch 75% der Stimmen im Parlament. Es war so, dass bewaffnete Kräfte in das Parlament eingedrungen sind und dass Politiker davon abgehalten wurden, mit Gewalt abzustimmen. Also Politiker aus dem Lager Janukowitsch. Es wurden nicht 75% erreicht, sodass die Absetzung von Janukowitsch ein Putsch war. Janukowitsch ist dann aufs Land geflohen. Es kam dann eine Regierung an die Macht mit Poroschenko als Präsident und mit Jazeniuk als Ministerpräsident. Wieso kann man jetzt sicher sagen, dass es ein US-Putsch war? In der Zeit, als Janukowitsch noch Präsident war, gab es ein Telefonat zwischen der stellvertretenden US-Außenministerin und dem US-Botschafter, in dem die Regierung geplant wurde mit genau den Leuten, die später auch in der Regierung waren. Und der O-Ton des Telefonats ist so, dass auch kein Zweifel besteht, dass die Leute sich sicher sind, sie planen eine neue Regierung, eine neue ukrainische Regierung, während eine alte Regierung im Amt ist. Und ohne jeden Zweifel, dass es dann auch so kommt. So, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Die Echtheit des Telefonats wurde nicht bestritten. Es ist außerdem bekannt, dass die Demonstranten in der US-Botschaft ein- und ausgingen, bezahlt wurden. Und Victoria Nuland selbst, die stellvertretende US-Außenministerin, hat gesagt, dass sie in die Ukraine viele Milliarden zum Aufbau der Demokratie investiert hätten. Also sie selbst gibt einen großen Geldfluss der USA in die Ukraine zu. In der Folge war es dann so, dass die Ostukrainer diesen Putsch nicht akzeptieren wollten. Sie protestiert haben und sie Autonomierechte haben wollten. Poroschenko hat dann aber einfach Panzer geschickt. Es war dann aber so, dass die Ostukrainer sich nicht gebeugt haben und die ukrainische Armee teilweise gar nicht kämpfen wollte und auch Russland anscheinend dabei geholfen hat, dass die Ostukrainer sich gegen die Panzer verteidigen können. Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, das ergibt sich aus dem Wahlergebnis 2010,
dass die Ostukrainer mit dem Putsch nicht einverstanden waren, weil sie ja mit bis zu 90% Janukowitsch gewählt haben und ohne sie zu fragen, dieser Präsident einfach abgesetzt wurde. Und ganz entscheidend, es gibt ja viele Zeugenaussagen über Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das sind irgendwelche Rechtsradikale in der Ukraine, das war irgendwie ein Versehen. Aber die ukrainische Regierung von Poroschenko, die hat das nicht mitgetragen. Die wollten es eigentlich gar nicht, aber da waren halt immer irgendwelche Nationalisten, die haben auf die Zivilbevölkerung geschossen. Mit vielen tausenden Toten über die Jahre. Es ist aber so, dass es einen O-Ton von Petro Poroschenko gibt, wo er genau diese Verbrechen ankündigt. Und es ist ja auch Poroschenko, der Rechtsextremisten auf die Ostukrainer gehetzt hat. Das Azov-Bataillon nach Mariupol, um den Aufstand zu unterdrücken. Und somit ist eigentlich klar, dass seit 2014 die Ostukraine mit dieser Ukraine nichts mehr zu tun haben will, dass sie sich abspalten will. Und das weiß Poroschenko auch, weswegen er auch mit Gewalt sie zurückholen will. Und im Grunde in dem Moment, wo Poroschenko die Ostukraine, oder die USA kann man sagen, indem sie Poroschenko, die Nationalisten, unterstützt hat, ist die Ukraine zerstört worden, weil die Ostukrainer nicht mehr in der Ukraine sein wollen. Und nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs, dem sogenannten Kosovo-Urteil, ist es so, dass es maßgeblich ist, der Wille der Bevölkerung, ob sie in einem Staat bleiben wollen oder nicht. Das heißt, wenn jetzt die Kosovo-Albaner sagen, sie wollen einen unabhängigen Staat, dann hat der Gerichtshof geurteilt, es ist jetzt legitim, dass sie einen eigenen Staat ausrufen, da hat selber nichts zu sagen. Und das fanden damals, der ganze Westen hat das gesagt, ja klar, der Kosovo bildet einen eigenen Staat, wir erkennen ihn an. Jetzt soll das Gleiche nicht mehr gelten. Dieses Urteil wurde gefällt, demnach ist es eindeutig so, die Ostukrainer, ihr Präsident wurde weggeputscht, sie werden mit Gewalt unterdrückt, es kann kein Zweifel bestehen, diese Leute wollen von der Ukraine weg, von dieser Ukraine. Es war ja auch nicht so, dass Poroschenko und die nachfolgenden Regierungen irgendwelche Anstalten gemacht haben zur Versöhnung, die Leute wieder an die Ukraine zu binden, sondern es war immer Unterdrückung, Beschuss von Zivilisten, Kriegsverbrechen. Also es wurde eigentlich alles getan, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen, um die Ostukraine dazu zu bringen, die Ukraine zu hassen, Hass zu säen. Und nachfolgend kann man sagen, dass das Ziel ist der USA, oder eher gesagt der US-Regierung, nicht der USA, weil das Ziel der Geostrategie erfüllt, Russland in einen Krieg mit der Ukraine zu verwickeln, Eurasien zu schwächen, Europa gegen Russland in Stellung zu bringen, Krieg zu schüren, Russland zu schwächen, ganz Eurasien zu schwächen. Dauerhaft. Durch eine Schwächung der Wirtschaftsbeziehungen und durch Krieg, durch den Verlust von Menschenleben und so weiter. Das ist das Ziel, das Geostrategen in der USA seit Jahrhunderten formulieren, dass man die Europäer gegeneinander ausspielen muss. Dass die USA immer bedacht sein muss, die Europäer gegeneinander auszuspielen, weil sie dadurch an Macht gewonnen haben, immer. Und es ist auch so, dass wenn die Europäer, die Russen, die Chinesen, wenn sie ihr Handel betreiben, dann wird die USA zunehmend unwichtig. Dann bringen diese ganzen Flugzeugträger nichts mehr, wenn die ganzen Rohstoffe über Eurasien transportiert werden. Da verlieren die USA ihre Macht. Das heißt, es ist ein geostrategisches Interesse der USA oder der US-Regierung. Aus meiner Sicht ist das ein Wahnsinn, ein illegaler, verrückter Wahnsinn. Aber es wird als Interesse formuliert. Wir müssen die Beziehungen verschlechtern, damit die Leute an uns gebunden sind und die Meere wichtig sind. Der Handel übers Meer geht und der Handel über Land blockiert ist. Unter dem Gesichtspunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass es genau das Ziel der US-Regierung Biden und Obama war, die Ukrainer gegeneinander aufzubringen und den ukrainischen Staat zu zerstören. Weil der ukrainische Staat, der wurde nicht 2022 zerstört, der wurde 2014 zerstört. In dem Moment, wo die Ostukrainer nicht mehr Teil der Ukraine sein wollten. Und das ist seit 2014 der Fall, weil Poroschenko das provoziert hat. Und warum hat Poroschenko das provoziert? Wahrscheinlich genau deshalb, weil die USA das wollen. Alles Negative, was die Ukraine gemacht hat, was die OSZE dokumentiert hat, was man also im Internet nachlesen kann, wobei auch der Vorwurf gegen die OSZE laut wird, dass es nicht alles ist, dass nicht alles dokumentiert wurde. Auf jeden Fall sind 14.000 Todesfälle dokumentiert durch Kriegshandlungen. Und es gibt unzählige Berichte über willkürlichen Beschuss auf zivile Einrichtungen. Es ist jetzt so, dass in den letzten 8 Jahren die ukrainische Regierung nicht glaubhaft versichert hat, sich an Waffenstillstandsabkommen zu halten. An das sogenannte Minsk-II-Abkommen. Vor allem besonders zum Schluss unter Selenskyj wurde eindeutig das Ziel formuliert, wir halten uns nicht an das Waffenstillstandsabkommen, wir erobern gewaltsam die Ostukraine zurück. Obwohl die ostukrainische Bevölkerung das nicht will, weil man ja auch gezielt dafür gesorgt hat, dass die ostukrainische Bevölkerung gar nicht mehr bei der Ukraine sein will. Weil hier im Westen immer der Eindruck erweckt wurde, durch Ausschweigen dieser ganzen Vorfälle, die Ukraine sei ein demokratischer Staat und das sei nur Russland. Also das sei alles nur Russland und die Ostukrainer, sie wollten eigentlich alle in der Ukraine sein. Wenn man aber genau aufpasst, wird man niemals in den Öffentlich-Rechtlichen hören,
Die Ostukrainer wollen unbedingt in die Ukraine, wollen unbedingt die Russen loswerden, wollen unbedingt zurück zu Zelensky. Aber die Öffentlich-Rechtlichen sagen dann, wir haben keine Desinformation verbreitet. Da hast du halt nicht gut genug aufgepasst, da hast du nicht genau genug hingehört. Wir haben es ja vor 1000 Jahren irgendwann mal gesagt. Wir haben nicht das Gegenteil gesagt, es ist jetzt deine Schuld. Wobei es in vielen anderen Fällen natürlich so ist, wie beispielsweise in Butscha, dass gezielt Desinformation verbreitet wird. Dass also den Russen ein Massaker angehängt wird, für das es überhaupt keine Belege gibt. Und wo es auch ganz eindeutige Hinweise gibt, dass die Russen nicht gewesen sein können. Und diese ganzen Hinweise, die dann auftauchen, ausgeschwiegen werden. Und es, was sehr wahrscheinlich so ist, dass Butscha ein Propagandaakt ist, der von vornherein geplant war, um Russland bei der Bevölkerung hierzulande schlecht hinzustellen. Es zeigt sich bei Betrachtung der Fakten ganz eindeutig, wie auch viele aus dem alternativen Lager von der Medienberichterstattung beeinflusst werden. Zu schwach zu sein, zu defensiv zu argumentieren. Es wird dann immer gesagt, auch zum Beispiel in der AfD, ja, wir verurteilen ja auch den Krieg von den Russen. Den Einfall in die Ukraine, das verurteilen wir auf jeden Fall. Es ist aber bei genauer Betrachtung so, dass die Anerkennung der Ostukraine durch Russland, dass es kein aggressiver Akt Russlands war, sondern angesichts der Lage, dass die Ukraine sich nicht an Waffenstillstandsabkommen halten wollte, nicht verhandlungsbereit war, seit 8 Jahren, dass man sie schon viel früher hätte anerkennen müssen, weil es der Wille der Bevölkerung ist. Was wie gesagt nicht zwangsläufig ist, sondern was die ukrainische Regierung seit 2014 selbst verursacht hat, wahrscheinlich mit dem absichtlichen Willen verursacht hat, weil es im Interesse der US-Regierung war, einen Krieg zu verursachen. Wenn jetzt diese unabhängigen Staaten Russland zu Hilfe bitten, dann ist es auch rechtmäßig, dass Russland über diese Gebiete hinaus eingreift, solange die Ukraine nicht zu erkennen gibt, dass sie die Waffen schweigen lässt, dass sie die Unabhängigkeit dieser Staaten anerkennt, der durch den Willen der Bevölkerung gerechtfertigt ist nach dem Kosovo-Urteil 2010. Es ist wie gesagt wie Gott, wenn der Westen sich hinstellt, Serbien bombardiert und sagt, ja, wir müssen den Kosovo schützen, die armen Leute, sie wollen unabhängig sein. Und wir bomben jetzt sozusagen Serbien kaputt und halten den Kosovo unabhängig. Sozusagen, solange sie das wollen, das Interesse der US-Regierung ist, dann ist das vollkommen okay. Und dann gibt es ein Urteil, das ist bestätigt. Und das wird dann aber gar nicht angewendet, wenn es einem nicht mehr in den Kram passt. Dann ist es plötzlich genau umgekehrt, dann ist es gar nichts wert. Dann ist es so, als hätte es den Kosovo und das Urteil, als hätte es das nie gegeben. Und allein aus moralischer Sicht, wenn man eine Regierung hat in einem Vielvölkerstaat, das die Minderheit terrorisiert, aus meiner Sicht ist es moralisch nicht okay, von diesen Leuten zu verlangen, in diesem Staat zu bleiben, sich diesem Regime unterzuordnen. Was ist das für ein Regime? Die Opposition wird unterdrückt, Fernsehanstalten werden einfach geschlossen, die kritisch sind, Oppositionelle sterben reihenweise unter mysteriösen Umständen. Die Ukraine ist ein Schurkenstaat, das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Aber all das wird verschwiegen, es wird der Eindruck erweckt, die Ukraine, es würde vielleicht noch nicht alles gut sein, aber es sei ein Staat auf dem besten Weg zur Demokratie. Jetzt kann man sich fragen, warum hat Russland genau jetzt angegriffen? Auffällig ist natürlich der zeitliche Zusammenhang zwischen der Abwahl Donald Trumps und dass es jetzt in der Ukraine eskaliert ist. Wenn man jetzt genauer hinguckt, Zelensky hat 2021 angekündigt, sich atomar zu bewaffnen. Thomas Röper hat es in einem Bericht aufgearbeitet. Ist es unten in der Beschreibung verlinkt. Überhaupt kann man Thomas Röper nicht genug erwähnen, was er hier für eine aufklärende Arbeit geleistet hat, auf die ich mich auch in weiten Teilen beziehe. Es ist außerdem so, dass vor dem Angriff die Ukraine den Schuss stark vermehrt hat. Die Ukraine wurde ja auch in den letzten 8 Jahren systematisch hochgerüstet und dann anscheinend gab es Informationen, dass die Ukraine einen Angriff geplant hat auf den Donbass und vielleicht auch auf die Krim. Die Krim ist auch so ein Stichwort. Die Krim hat mehrheitlich entschieden, sie will zu Russland und auch in den westlichen Medien gibt es keinen Zweifel daran, dass es der Willen der Bevölkerung ist, bei Russland zu sein und nicht bei der Ukraine. Das wäre vielleicht der Fall gewesen noch vor 2014 mit Autonomierechten, wie es Janukowitsch beschlossen hat. Aber nachdem die Nationalisten an die Macht gekommen sind, der Krim auch schon gedroht wurde, sie drangsaliert wurden, war natürlich klar, dass auch die Krim zu Russland gehen will. Jetzt ganz unabhängig von dem Schottenschutzpunkt, den die Russen halten wollten. Man kann ganz sicher davon ausgehen, wenn der Donbass und die Krim von der Ukraine erobert würden, dann gäbe es die schlimmsten Verbrechen, die man sich nur vorstellen kann, von den Nationalisten. Es ist auch so, dass die Medien hierzulande, sie sind blutgetränkt. Indem sie das alles ausschweigen, provozieren sie den Bürgerkrieg. Weil die Nationalisten, die Rechtsextremisten in der Ukraine, sie wissen, sie haben freie Bahn, sie können machen, was sie wollen, sie haben die Unterstützung aus dem Westen. Sie kriegen Waffen, sie kriegen Geld. Und das geschieht, indem die Öffentlichkeit in diesen Ländern getäuscht wird. Und das wissen die Medien ganz genau. Maischberger, Lanz, die wissen ganz genau, was das verursacht, was sie machen.
dass das den Bürgerkrieg verursacht, dass das Menschenleben kostet. Und aus diesem Grund, aus meiner Sicht, diese Leute tragen, diese ganzen Medienschaffenden, sie tragen viel mehr Schuld als irgendwelche Söldner in der Ukraine. Sie sind die Hauptschuldigen an diesem Blutbad in der Ukraine. Auch an den ganzen wirtschaftlichen Verwerfungen, wodurch auf der ganzen Welt viele Leute sterben. Viele, viele Millionen Leute wahrscheinlich. Durch Hungersnot oder durch sonst was. Das gilt nicht nur für die Ukraine, das gilt für ganz viele Kriege. Maischberger und Lanz, sie verhalten sich wie Soldaten der US-Regierung, wie heimliche Soldaten. Aber das, was sie machen, ist verbrecherisch. Und entspricht nicht ihrem Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Es ist Täuschung und sie leisten hier Beihilfe zum Bürgerkrieg und damit Beihilfe zum Mord. Indem diese Rechtsextremisten wissen, sie können machen, was sie wollen. Und das wäre nicht der Fall, wenn Maischberger und Lanz, wenn sie die Fakten berichten würden. Wenn sie berichten würden, was da los ist in der Ukraine, dann gäbe es keine Waffenlieferungen, dann gäbe es keine finanzielle Unterstützung an die Verbrecher in der Ukraine, die Zivilbevölkerung beschießen, die Oppositionelle ermorden und so weiter und so fort. Und bei Maischberger und bei Lanz oder auch bei Schnarrenberger kommt ja noch erschwerend hinzu, sie haben ja materiell ausgesorgt. Sie könnten ja sagen, okay, das ist jetzt, früher musste ich das vielleicht machen, ich war in Geldnöten, ich kann nicht anders, wenn ich jetzt das nicht mache, dann bin ich meinen Job los, dann habe ich nichts mehr, dann kann ich meine Familie nicht versorgen. Aber diese Leute sind ja alle steinreich. Die haben genug Geld, die könnten sich zurückziehen und sagen, okay, jetzt habe ich materiell ausgesorgt, jetzt muss ich dieses Verbrechen nicht mehr mitmachen. Aber genau dadurch, dass sie trotzdem weitermachen und augenscheinlich auch noch mit größter Lust das weitermachen, dadurch ist die Schuld riesengroß, wie sie größer gar nicht sein kann, weil sie in keiner Zwangslage sind. Sie müssen das nicht weitermachen. Aber auch normale Journalisten, in Anführungszeichen, sie können sich auch einen anderen Job suchen. Sie müssten das nicht mitmachen. Sie hätten viele Möglichkeiten zu helfen, das aufzudecken und trotzdem nicht unterzugehen. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces, should they approach. Man stellt sich einmal vor, in Mexiko oder in Kanada an der Grenze in der Nähe von Millionenstädten würden Biolabore vom russischen Verteidigungsministerium betrieben werden. Also Atomwaffen, Biolabore, größer kann die Provokation gar nicht sein. Selbstverständlich wäre es am besten gewesen, es wäre gar nicht dazu gekommen. Es hätte 2014 nicht diesen Putsch gegeben, die ostukrainische Zivilbevölkerung wäre gar nicht angegriffen worden, die Ukraine wäre neutral geblieben, am besten es wäre gar nichts passiert. Dann wäre überhaupt nicht der Fall eingetreten, dass die Leute in der Ostukraine einen eigenen Staat bilden wollen. Das wäre der beste Weg gewesen, aber das war natürlich genau das, was die USA oder was die US-Regierung, was sie ja nicht wollten, sondern sie wollten den Streit, sie haben nach einem Mittel gesucht, Russland zu schwächen, Europa zu schwächen. Es muss den USA gezeigt werden, oder eher gesagt der US-Regierung, dass diese Art der Politik, dass das nicht toleriert wird. Und aus meiner Sicht, das muss sanktioniert werden. So etwas muss sanktioniert werden. Und dann muss den USA eindeutig zu verstehen gegeben werden, dass sie davon nicht profitieren und dass die restliche Welt sowas nicht mitmachen will. Mit den ganzen Kriegen in Vietnam, im Irak, Syrien, Libyen, Guatemala, Iran, diese ganzen illegalen Kriege, aber auch diese ganzen verdeckten Putsche, das hat unendlich viel Leid verursacht. Also ein der materielle Schaden ist, was das an Wohlstand vernichtet hat, das ist unbeschreiblich, aber was auch ein Menschenleben gekostet hat. Aber auch moralisch, wie Gesellschaften systematisch vergiftet werden durch Korruption. Weil diese ganzen Regierungen, die von der USA eingesetzt werden, von den US-Regierungen eingesetzt wurden, das sind ja korrupte Regierungen, die jetzt so da sind, US-Interessen zu bedienen. Und wenn jemand korrupt ist, was ist das schon für ein Mindset, für eine Einstellung? Ist natürlich klar, dass daraus eigentlich nichts werden kann. Und genauso ist es auch gekommen. Aus diesen ganzen korrupten Ländern, wo korrupte Regierungen von den USA eingesetzt wurden, es ist aus diesen ganzen Ländern, aus diesen ganzen Regierungen, es war immer eine Katastrophe. Pinochet in Chile, aber auch im Iran, wenn man sich die Entwicklung des Irans anguckt,
Irak, Saddam Hussein. Es ist wirklich schlimm. Und die Menschenleben, die vergifteten Gesellschaften, es ist eine unfassbare Dimension, die man aber auch gar nicht so wahrnimmt, die man gar nicht so stark wahrnimmt, wie sie ist, weil darüber nicht berichtet wird. Die Verbrechen von Hitler, 6 Millionen tote Juden, das nehmen wir ganz stark wahr, weil es auch entsprechend berichtet wird, was ja auch extrem schlimm war. Aber jetzt diese Verbrechen, jetzt summiert über mehrere Jahrzehnte, das ist auch entsetzlich schlimm, aber weil es halt nicht berichtet wird, nehmen wir es nicht so schlimm wahr. Jetzt kann man die USA verteufeln und sagen, es ist ja wirklich der Satan und das schlimmste Land der Welt. Und man muss immer daran denken, dass die USA das mächtigste Land sind. Und als mächtigstes Land ist natürlich immer die Verführung leicht, Verbrechen zu begehen, weil keiner einen kontrolliert. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Man muss auch daran denken, dass in den USA Täuschung überhaupt erforderlich ist. Dass sie sich immer Mittel ausdenken musste, immer irgendwelche Geschichten ausdenken musste, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Und das zeigt, dass die US-Amerikaner eigentlich Idealisten sind, zu einem großen Grad. Und das zeigt sich ja beispielsweise auch an Donald Trump. Ein Donald Trump wäre hier in Deutschland nicht möglich. Also ich denke, dass in den USA tatsächlich viel mehr getan werden muss, um die Bevölkerung zu täuschen. Wahrscheinlich, das ist die traurige Vermutung hierzulande, müsste man viel weniger täuschen, um Mobbing und Verbrechen, um das zu verkaufen. Das hat man ja schon bei Corona gesehen, wie gemobbt wird, wie also Maßnahmenkritiker fertig gemacht werden. Ganz unabhängig, welche Meinung jetzt die richtige ist, wie mit einfach, dass dieses Mobbing, dass eine Mehrheit, eine Minderheit fertig macht, ist aus meiner Sicht in Deutschland, ist das Traurige, so sehe ich das leider, ist in Deutschland leichter als in den USA. Weil es aber natürlich so ist, dass die US-Verbrechen jetzt ausgelöst durch die Regierungen, dass sie natürlich trotzdem riesengroß sind. Die Einschläge kommen ja immer näher mit der illegalen Massenmigration. Es wird ja immer schlimmer. Und unsere Gesellschaft wird ja auch systematisch vergiftet. Wobei natürlich nicht nur die USA daran schuld sind, dass es diese Kräfte natürlich gibt, aber diese Kräfte, die werden jetzt nochmal richtig unterstützt. Weil selbst im Öffentlich-Rechtlichen nicht der Auftrag erfüllt wird, sondern eigentlich systematisch getäuscht wird. Und entsprechende Kräfte, die werden natürlich groß, die sich wohlfühlen, sowas zu machen. Ein Wendepunkt in den USA war wahrscheinlich die Ermordung von Kennedy. Dass dieser Geheimdienstchef, der den Vietnamkrieg auch wollte, den Kennedy nicht wollte, das kann man sich alles anhören bei Daniele Ganser beispielsweise, wie es damals war, dass Kennedy sehr wahrscheinlich von diesem Geheimdienstchef, von dieser Clique ermordet wurde. Und auch sein Bruder, der das aufklären wollte. Weil vollkommen klar ist, dass nur mächtige Kreise die Macht haben, diese Einzeltäter-Theorie zu verbreiten, die vollkommen unsinnig ist, dass dieses Video mit der Gewehrkugel, die eindeutig belegt, dass Kennedy nach hinten geschleudert wird, also der Schütze, das nicht der Einzelschütze gewesen sein kann, dass dieses Video 6 Jahre unter Verschluss gehalten wird, von der Öffentlichkeit ferngehalten wird. Und seitdem ist es so, in besonderem Maße, dass also jeder, der also diesen Kennedy-Mord, der also diese offizielle Einzeltäter-Theorie angezweifelt hat, wurde als Verschwörungstheoretiker hingestellt, als blöd hingestellt. Das war diese Strategie und seither wird diese Strategie immer angewendet. Derjenige, der die Wahrheit sagt, wird immer auf die gleiche Weise seit diesem Kennedy-Mord fertig gemacht. Und das ist wahrscheinlich dieses Problem, dass diese Clique hat sich breit gemacht im Hintergrund und dann kommt ein Präsident nach dem anderen und die kommen dann in dieses System rein und dann sozusagen kommen sie vielleicht sogar am Anfang mit Idealen rein, wenn sie nicht schon längst verdorben sind. Dann wird ihnen aber erklärt, ja, das ist jetzt das US-Interesse. Jetzt mit Demokratie dieses ganze Geschwätz, das kannst du jetzt mal vergessen. Jetzt geht es hier um richtige Politik und wir müssen die US-Interessen vorantreiben. Und da muss man halt die schlimmsten Dinge machen. Also wenn man jetzt nicht den Irak angreift, wenn man jetzt nicht 9-11 3000 Leute opfert, dann ist man sozusagen ein Idiot. Weil ohne Öl funktionieren keine Waffen, keine Flugzeugträger, keine Flugzeuge. Es ist natürlich klar, wir müssen jetzt die gesamte Welt müssen wir jetzt beherrschen, sonst sind wir dumm. Ja, und da sind natürlich 3000 Leute, ist da natürlich kein Problem. Wir erinnern uns, die Flugabwehr, sie hat nicht funktioniert. Was bei Experten sagen, ist vollkommen unmöglich. Das kann man als Zivilist noch nicht beurteilen, aber nach Experten ist es vollkommen unmöglich, dass die Luftabwehr diese Flugzeuge nicht abfängt. Dann haben wir 3 eingestürzte Gebäude, aber nur 2 Flugzeuge in Gebäuden. Wobei auch bei den beiden Twin Towers, dass die Gebäude komplett zusammenstürzen, wenn man sich das anguckt, ist es auch unwahrscheinlich, aber es ist jetzt nicht so leicht zu beweisen, wie es bei diesem dritten Turm. Bei dem dritten Turm wurde schon berichtet, dass er einstürzt, bevor er überhaupt eingestürzt ist. Es gibt Zeugenaussagen von Feuerwehrleuten, wo ihnen schon vor dem Einsturz gesagt haben, sie sollen das Gebäude verlassen. Es wurde Sprengstoff gefunden,
die ganzen Metallteile, es wurde alles ganz schnell weggeräumt, es fand keine saubere Untersuchung statt. Es ist aber so, der schlagende Beweis, der wirklich so einfach und eindrücklich ist, ist, dass der WTC-7-Turm, könnt ihr euch auch alles anhören bei Daniele Ganser, dass er im freien Fall eingestürzt ist, die ersten Sekunden. Das geht aber nur, wenn alle Stahlträger auf einmal weg sind. Nur dann kann das Gebäude im freien Fall einstürzen. Nachträglich wurde 2008 behauptet, es wäre durch einen Brand geschehen. Aber dieser Brand, der kann nur punktuell eine Stahlsäule von 81 Stahlsäulen mürbe machen. Dann kann das Gebäude nicht im freien Fall einstürzen. Es gab 2004 den offiziellen Untersuchungsreport. Und da wurde überhaupt nicht darauf eingegangen, wie WTC-7 eingestürzt ist. Erst nachträglich 2008. Das heißt, die US-Regierung selbst demonstriert durch ihr Verhalten, dass sie schuld ist. Da muss man eigentlich gar nichts wissen. Man muss sich nur diesen Commission-Report angucken, 2004. Wie sie die Dinge bearbeitet, die 2001 geschehen sind. Also man braucht nur das Verhalten der US-Regierung selbst angucken, um zu wissen, ja, dass es nicht sein kann, dass die US-Regierung nicht überrascht war. Und wenn sie nicht überrascht war, heißt es, dass sie 3000 Leute geopfert haben. Für geostrategische Interessen. Es ist natürlich, tut einem leid, dass es ein Opfer, das gebracht werden muss, aber es ist ein Opfer im nationalen Interesse. Das muss halt so durchgezogen werden. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Afghanistan ist wieder weggefallen. Syrien hat nicht geklappt. Im Irak haben sie jetzt einen Militärstützpunkt, okay. Aber hätte nicht einfach das Öl aus Saudi-Arabien gereicht? Und Saddam Hussein hätte man ja wahrscheinlich auch, mit dem hätte man sich auch wieder anfreunden können. Sehr wahrscheinlich, wenn Kennedy nicht ermordet worden wäre, wenn Kennedy vorsichtiger gewesen wäre und diese Clique sich nicht hätte durchsetzen können, dann wäre die Welt wahrscheinlich sehr viel besser. Dann wäre sehr viel wahrscheinlich nicht passiert. Und leider ist es damals in die falsche Richtung gegangen. Und jetzt wahrscheinlich durch die Öffentlichkeit nur ist es zu erreichen, dass diesen Kräften in den USA, dass ihnen Einhalt geboten wird. Indem die Öffentlichkeit aufgeklärt wird und die Öffentlichkeit sich nicht mehr täuschen lässt, dann nicht mehr mitmacht. Das Video ist jetzt, denke ich, schon viel zu lang. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.